Oh, hallo. Ich habe eine Kleinigkeit zum Kochen entdeckt, was Neues, für mich zumindest. Nein, das ist nicht illegal, hier ist auch nicht plötzlich der Wohlstand ausgebrochen, sondern das ist Kokosmehl. Und Kokosmehl hat im Gegensatz zu Normalmehl den großen Vorteil, dass es viele Ballaststoffe hat, dass es ungefähr 18% Fett hat, lange sättigt und sich ganz wunderbar als Sahneersatz in Soßen und Suppen verwenden lässt. Es geht also sowohl für die vegane Rohkost als auch für die andere vegane Küche. Für die vegetarische und normale Küche geht es selbstverständlich auch und ist durch den guten Sättigungseffekt auch eine prima Sache für Leute, die so ein bisschen auf ihre Linie achten. Und ja, außer dass ich jetzt eine Kürbissuppe gemacht habe, und statt wie früher Butter und Sahne wirklich nur Kokosmehl da rein gemacht habe und die unheimlich lecker war. Das aber noch nicht insoweit spruchreif ist, dass ich da jetzt ein wirklich sicheres Rezept hätte. Kann ich einfach nur mal empfehlen, das zu kaufen und damit rum zu experimentieren. Wenn ich soweit bin, dass ich da denke, ich kann da Rezepte rausgeben, ohne hinterher verfolgt und mit Steinen beworfen zu werden, dann melde ich mich damit auf jeden Fall wieder. Aber für Kürbissuppe, und das ist ja jetzt gerade die Zeit, ist das schon mal super toll. Und im Quark schmeckt das auch ganz, ganz super. Aber bitte nicht den reinen Veganern verraten, dass ich Quark esse. Das muss jetzt unter uns Vegetariern bleiben. Okay, danke.